Ich darf heute meinen Dienst als Anzeigenaufnehmerin starten und habe direkt auch den ersten Fall bekommen. Der Herr Huber ist hier erschienen, der wurde gestern verprügelt, da gab es eine Körperverletzung. Wir konnten erst heute mit ihm sprechen, weil er im Krankenhaus war, da auch stationär aufgenommen wurde. Heute durfte er endlich das Krankenhaus verlassen und ich höre mir jetzt mal die Geschichte an und hoffe, weil wir noch keine Täterhinweise haben, dass ich da jetzt vielleicht noch was Sachdienliches rausbekomme. So, Herr Huber. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe nur ganz kurz, also Stern mein Name, ich habe nur ganz kurz erfahren, dass Sie gestern eine Auseinandersetzung hatten und Sie sehen gar nicht so gut aus, bis heute im Krankenhaus waren. Ja. Wollen Sie mir ein bisschen was erzählen, was passiert ist? Ich kann eigentlich gar nicht groß sagen, das ging alles zu schnell, war dunkel. Okay. Können Sie mir denn sagen, was Sie gesehen haben? Waren das eine Person, zwei Personen, drei Personen, männlich, weiblich? Ich weiß wirklich nicht viel. Also eine Person, aber ich habe keinen erkannt. Also das war eine dunkle Gasse. Sie sind durch die Gasse gelaufen und dann? Ja, und dann wurde ich schon niedergeschlagen. Was heißt denn niedergeschlagen? Von hinten, von vorne? Ja, also der kam, ich habe aber nichts gesehen und ja, wurde verprügelt. Ich kann aber auch wirklich nicht viel dazu sagen. Können nicht oder möchten nicht? Also ja, so. Kann nicht. Okay. Also, weil Sie sich nicht erinnern? Ja, wie gesagt, also ich war ja dunkel, ich habe wirklich nichts gesehen. Okay, Herr Huber, und die Frau Wenzel, sagt Ihnen die was? Das ist ja die Melderin, die diesen Sachverhalt hier... Ja, das ist meine neue Freundin. Ihre Freundin, okay. Genau. Das ist gut für uns zu wissen. Und woher wusste die das? Haben Sie die informiert? Ja, oder? Ich habe die natürlich angerufen und die hat mich ins Krankenhaus gemacht. Okay, alles klar, verstehe. Das heißt, Sie wurden zusammengeschlagen. Das Erste, was Sie gemacht haben, ist Ihre Freundin anrufen, nicht die Polizei? Ja. Okay, wir haben jetzt natürlich nicht so... Aua, wir haben hier natürlich nicht so viel... Warten Sie mal kurz. Ich muss mal ganz kurz. Nicht so viele Anhaltspunkte, wollte ich sagen. HP? Ja. War hier heute schon mal irgendwie eine Vernehmung in dem Büro? Nicht, dass ich wüsste. Ich muss Sie mal ganz kurz unterbrechen. Dass Sie bitte hier kurz mal warten. Ach, ey. Ich bin gleich wieder da, ja? Okay. Also, ich bin technisch jetzt nicht das Ass, aber... Das ist doch eine Wanze, oder? Das war bei mir unten am Tisch. Ich bin da gerade gegengekommen und mich gestoßen. Nadja Stern hat sich extra Handschuhe angezogen, um mögliche Fingerabdrücke nicht zu verwischen. Sie und ihre Kollegen sind sich einig, dass sie es hier ganz klar mit einem Lauschangriff zu tun haben. Ich habe gerade so eine Wanze an meinem Tisch gefunden und habe jetzt gerade so ein bisschen Bedenken. Und mein Kollege hat da, oder meine Kollegen haben nichts mitbekommen, ich auch nicht. Hast du gesehen, ob heute da schon irgendjemand ein- oder ausgegangen ist? Nein, auch nicht. Hab ich noch nicht, nein. Okay. Ich war ja den ganzen Morgen hier, ich habe nichts gesehen, wirklich nicht. Ja, perfekt, danke. Dankeschön, HP. Okay, also, dass irgendwie heute schon eine Anzeigenaufnahme, bevor ich jetzt die Schicht übernommen habe? Du warst ja schon vor mir hier. Ich bin ja den ganzen Morgen schon hier, ich habe niemanden gesehen bis jetzt. Okay. Also, klar, den normalen Durchgangsverkehr, aber niemanden, der jetzt die Wanze anbringen hätte können. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Vor allem, so viele bleiben ja gar nicht übrig. Nee, also die eigenen Kollegen, ganz ehrlich, das geht an Staatsschutz, ne? Also... Du hast nichts mitbekommen. Ja, ich habe ja den ganzen Morgen geputzt. Was soll ich denn mitbekommen haben? Ja, seit wann bist du heute Morgen im Dienst? Ja, HP, hast du noch was mitbekommen? Heute Morgen war keiner hier, nein. Okay, ja, dann müssen wir da vielleicht mal die Kripo verständigen, dass die mal die Spuren und so sich da genauer angucken. Ist ja, Polizeidienststelle auszuspähen, ist nicht ganz so witzig. Wundert mich sehr. Ja, ich kann euch nur sagen, ich habe nichts mitbekommen, tut mir leid, aber... Verstehe, okay, dann... Dann, wenn wir noch mal was haben. Zurück zur Wache.
Wagen ist noch da. Also sie hat jetzt aufgeschrieben, dass ihre Tochter weg ist, stand drauf? Ja. Und dass es der Imbiss ist? Ja, so habe ich es verstanden. Wie krank ist das denn? Und warum? Und da stand jetzt nichts, oder? Also haben wir hier eine Kindesentführung im Raum stehen als Verdacht. Ich meine, ich weiß nicht, wie alt sie ist. Ja, was ist denn? Es war noch am Pommes machen. Okay, dann gehen wir raus, schnappen uns ihn. Einmal direkt rechts. Die Polizei! Die Polizei! Einmal die Hände hoch! Alles fallen lassen! Möchtest du Ihre Hände sehen? Hallo, einmal die Pommes fallen lassen! Mensch, was ist mit Ihnen los? Die Hände hoch, das ist kein Spaß! Haben Sie Ihnen die Fritten nicht geschmeckt oder was? Okay, dann kommen Sie mal vorsichtig bitte raus. Sie meinen auch mich? Was ist denn los? Ja, genau Sie. Und einmal an die Wand bitte ran. War das Essen direkt so schlecht? Die Reinigungskraft erklärt, dass es sich bei dem Imbissbetreiber um den Ex-Mann ihrer Nachbarin handelt. Er habe sie auch gezwungen, die Wanze zu verstecken. Also ob das Gesundheitsamt damit einverstanden ist, dass Sie da einfach in meinen Wagen gehen? Ja, ob die Staatsanwaltschaft damit einverstanden ist, dass Sie hier ein Mikrofon mit Bluetooth verbunden haben? Ich weiß nicht. Warte, ich höre Radio. Ist klar. Aber nein, das ist ein Hänger. Den wollt ihr ja nicht alleine hergezogen haben. Ja, nee, ich hab die mit den Zähnen hier hingezogen. Wo ist denn Ihr Auto? Ja, was für ein Auto? Ich hab kein Auto. Ist heute Morgen gebracht worden. Was haben Sie denn in den Taschen? Ja, das weiß ich doch nicht. Das wissen Sie nicht. Man, Sie wissen ja gar nichts. Nicht zufällig einen Autoschlüssel. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Hören Sie mal. Hast du einen? Mann, das sind ja Zufälle. Gucken wir doch mal, welches Auto das ist. Ich guck mal, wo es leuchtet. Ah, hier. Schaffst du's? Ich bin da. Bitte, bitte nicht. Ach du Scheiße. Oh Mann. Hallo, wer sind Sie? Oh no. Die 17-jährige Tochter der bedrohten Reinigungskraft ist auf den ersten Blick körperlich unversehrt, kann sich jedoch an nichts erinnern. Gut, dann geh jetzt erstmal zu deiner Mutter rein. Das ist das Mädel, die Tochter. Ja. Drehst du ihn bitte einmal weg. Vielleicht können wir ihn direkt mal hinsetzen. Setzen Sie sich mal hin. Dann ist er auch nicht so beweglich. Ich helfe Ihnen nach unten. Ah, sehr gut. So, Herr, wie heißen Sie denn? Ja, wie soll ich noch heißen? Das steht da im Wagen drauf. Ja. Nico Wenzel heiße ich. Herr Wenzel, den Namen habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ja, der ist ja auch häufig. Boah. Nee, aber ich meine, die Anruferin zu meinem Fall vorhin, heute Morgen, die hieß auch Wenzel. Vielleicht ist es auch nur ich anrufe den. Darum geht es jetzt erstmal nicht. Ich möchte gern von Ihnen wissen, dieses Mädel, die war jetzt gerade hier bei Ihnen im Auto eingesperrt. In mein Auto? Ja, das wissen Sie natürlich nicht, das ist mir schon klar. Sie hatten ja auch keinen Autoschlüssel dabei. Laptop, der verbunden ist per Bluetooth mit unserem Abhörgerät. Er hat ja noch einen Stecker im Ohr, wie ich gesehen habe. Ah ja, Tatsache. Also, ich würde jetzt gern einmal von Ihnen wissen wollen. Das hat alles mit meiner Frau zu tun, die Tanja. Verdammte Scheiße, wegen der blöden Schlampe. Ja, die hat sich einen neuen Typen angelacht. Okay. Diesen Chris. Mein Gott, ey. Blödes Weib, ey. Ich weiß nicht, was die an dem findet. Ja, ich hab den aufgelauert. Okay. Haben Sie die Flasche mal gesehen? Ich hab den vermöbelt mit der Eisenstange. Und? Er kann froh sein, dass ich ihn nicht totgeschlagen habe. Ganz kurz, für mein Verständnis, Chris ist derjenige, der da drinnen sitzt. Tatsächlich weiß ich seinen Vornamen gerade gar nicht. Wie heißt er denn weiter, der Chris? Wissen Sie das? Das ist doch scheißegal. Jedenfalls ist das der neue Macker von meiner Frau. Okay. Und den haben weiter? Sie mit der Eisenstange vermöbelt. Ja. Ja, okay, dann ist das der. Ja, okay. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, ich wusste, dass die Mia hier putzt, ja, in dem Polizeigebäude. Ja, und dann habe ich sie angestiftet, dort eine Wanze zu. Weil ich habe sie erpresst. So, und deswegen habe ich auch die Tochter als Geisel genommen. So, sind Sie ja zufrieden? Nicht so ganz. Ich verstehe noch nicht, was Sie davon haben, dass die Wanze bei uns platziert ist. Was haben ja, Sie? Ich wollte hören, ob der Chris irgendwas hier ausplaudert gegen mich. Der Imbissbetreiber hat sich der gefährlichen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung sowie der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes strafbar gemacht.